Es geht hier ja um eine Bankwechselparty. Das heißt, wir wissen, es geht um Banken und es geht um böse Banken. Ne? Wir wissen, es gibt böse Banken, wie zum Beispiel die Deutsche Bank ist böse, ja? die Commerzbank böse, ja? Ganz böse, die Dresdner Bank auch böse Bank. Ne? Und dann gibt es die guten Banken, ne? die GLS, so eine gute Bank. Ne? Ja, oder Ethikbank, gut, ganz gut. Oder die, wie heißt sie, Umweltbank, toller Name, Ökobank, gute Bank. Ne? Gibt es guten Kapitalismus? Gibt es gute Anlagen, gute Spekulationen? Ich weiß es nicht. Und ich weiß es deswegen nicht, weil ich nicht weiß, was mein Geld bei meiner Bank macht und wozu wir die überhaupt brauchen. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich den ersten Profi hier auf die Bühne bitte, der mir das vielleicht erklären kann, nämlich Harald Schumann. Ich bitte Harald Schumann auf die Bühne. Also die Kernfunktionen von Banken, warum sie überhaupt entstanden sind, waren zwei. Die erste, man musste Mittel und Wege finden, wie man Geld von A nach B bringt. Also von einem, der jemand anders was bezahlen muss, weil er dafür was gekauft hat, ohne dass man dauernd mit diesen Geldsäcken durch die Gegend rennen muss. Das heißt, eine relativ alte Erfindung noch. Ja, so richtig zur Blüte gekommen ist es in Europa aber erst in der Renaissance, dass man sowas hatte, was richtig als Bank zählen konnte. Damals gab es das noch nicht mit dem Netzwerk und der Elektronik und Computer, deswegen lief das Ganze mit Zetteln und Wechseln und Vertrauen. Und dann, wenn das Geld von Mailand nach Holland gebracht werden musste zum Beispiel, dann lief es darüber, dass der Mailänder Banker einen Freund in Holland hatte und derjenige, der das Geld kriegen sollte in Holland, der brachte einfach einen Zettel zu dem Freund und sagt, hier, dein Freund in Mailand hat gesagt, dass du mir das zahlst. Sparkassen, die Frage, was machen die mit dem Geld? Die Sparkassen sind so die ältesten, so 200 Jahre alt, die Sparkasse Freiburg ist 186 Jahre alt. Wir haben eigentlich immer schon das gemacht, wir haben das Geld von den, sagen wir, von den kleinen Leuten, haben wir damals gesagt, Dienstboten oder Mägde, haben wir hereingenommen und wie der Herr Schumann schon gesagt, wir haben es sozusagen wieder angelegt und in späteren Phasen haben wir es dem Mittelstand als Kredite gegeben. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Das ist eigentlich die Entscheidungsmatrix, mit der wir heute Geld anlegen. Und Sie haben eine Anlage, die hat eine, oder zwei Geldanlagen, die haben ein vergleichbares Risiko, meistens abstrakt gerätet und eine vergleichbare Laufzeit. Und das eine, die eine Anlage, sagen wir 1,5%, die andere 2%. Wo legen Sie an? Das reicht ja wohl nicht. Und das ist eine blöde Frage, nicht? Und warum ist es eine blöde Frage? Weil es nicht wirklich eine Entscheidung ist. Aber das ist die Entscheidungsmatrix, so wie wir heute mit Geld umgehen. Und also ich nenne das, es ist systemisch organisierte Verantwortungslosigkeit, weil in dieser Entscheidungsmatrix die Fragestellung, was mit dem Geld gemacht wird und welche sozialen, ökologischen und sonstigen Auswirkungen diese Geldanlage hat, gar nicht vorkommt. Wir haben im letzten Jahr bei unserer Recherche schon versucht herauszufinden, welche Banken machen, wir haben das dann so ein bisschen schlagwortartig gesagt, Geschäfte mit dem Hunger. Welche Banken bieten Fonds an, in denen es darum geht, Wetten abzuschließen auf die Entwicklung von Nahrungsmittelpreisen? Also es gibt überhaupt keinen Nutzen von dieser Art von Kapitalanlage. Das ist der riesige Unterschied. Wenn ich eine Aktie kaufe oder eine Anleihe, dann trage ich ja wenigstens indirekt dazu bei, dass irgendwas Produktives finanziert wird. Wenn ich Rohstoffanlagen mache, dann ist es komplett unproduktiv. Es handelt sich nur um Preiswetten. Ja, und warum machen die das dann? Weil es vor 10 Jahren das Riesenproblem gab, dass gleichzeitig Aktien und Anleihen so wenig Ertrag brachten, dass die großen institutionellen Anleger, wie sie heißen, also Pensionsfonds, Versicherungen, gemeinnützige Stiftungen, Stiftungen und so weiter, die hatten plötzlich das Problem, dass es keine Anlagen gab, die größere Erträge brachten. Und dann kamen die großen Investmentbanken und haben Rohstofffonds aufgelegt und ihnen gesagt, hier, da könnt ihr investieren und da habt ihr Erträge, die unabhängig sind von dem, was am sonstigen Kapitalmarkt läuft. Und das Ding hat sich völlig verselbstständigt, sodass es heute zum guten Ton gehört, ein Vermögensportfolio, dass man da mindestens 5%, am besten noch 10% in Rohstoffen hat. Das wurde quasi als, ja, als Vermarktung unter die Leute gebracht. Das wesentliche Motiv ist für die Investmentbanken, sie verdienen einen gewissen Anteil dieser Summe als regelmäßige Gebühren, völlig unabhängig davon, ob die Anleger verdienen. Und deswegen vermarkten sie das immer weiter, obwohl das ursprüngliche Werbeargument
dass es damit sozusagen eine Sicherung gegen Inflation und Crashs und so weiter gibt. Das gilt inzwischen gar nicht mehr, weil dadurch, dass es so viele geworden sind, entwickeln sich diese Märkte parallel zum ganzen übrigen Kapitalmarkt. Und wenn die Aktienmarkt crasht und die Anleihen runtergehen, dann gehen in der Regel auch die Rohstofferträge runter. Und dann würde ich schon eine Frage, was du machst. Ob du bei der Postbank bleibst, wo gerade die Deutsche Bank auch ganz massiv sagt, sie baut das ganze Portfolio, was sie hat, um, im Sinne des neuen Mutterschiffs. Wir haben bei unserer Recherche auch sonst festgestellt, dass bei zahlreichen Banken solche Angebote dabei sind. Die DK Bank ist die Dachverbandsbank der Sparkassen. Die hat einen eigenen Fonds in Luxemburg dazu aufgelegt, auch die Landesbank Baden-Württemberg, übrigens die einzige, die solche Fonds in Deutschland angesiedelt hat. Und die Commerzbank in großem Umfang, die Hypo war einst die HVB Unikreditbank in großem Umfang. Und jetzt hat es aber diese Woche eine gute Nachricht gegeben. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir es mal feiern können. Diese Woche hat nämlich auch wegen der Studie von Harald Schumann, auch mit einer ganzen Menge Protest, der dadurch losgegangen ist, die DK Bank gesagt, sie hören damit auf. Und meine Frage ist jetzt, schaffen wir die LBBW auch noch? Das ist jetzt eine gute Frage. Also ich muss dem Herrn Schumann recht geben, oder ich denke auch Attac, der Sinn von Agrarrohstofffonds, der schließt sich mir auch nicht. Und wenn ich so ehrlich bin, so wusste ich es gar nicht, bis so die ersten Meldungen vor einigen Wochen in der Zeitung waren. Und ich denke, da müssen wir unsere Tochtergesellschaft noch ein bisschen stärker sozusagen an die Leine nehmen. Reichtum und immer wieder mal Krieg und immer mehr Land. Und immer mehr Wüste und immer mehr Reichtum und immer wieder mal Krieg. Immer mehr Krieg, immer mehr Land, immer mehr Land, immer mehr Meer und immer mehr Wüste, mehr, immer mehr und immer mehr Reichtum, immer mehr und immer wieder mal Krieg. Immer wieder Krieg, immer mehr Land, immer mehr Land, immer mehr Meer, mehr Wüste, mehr, immer mehr und immer mehr Reichtum, immer mehr und immer wieder mal Krieg. Stimmt das? Hat Tucholsky hier recht? Ich meine, versaufen wir gerade erobern unser kleines Häuschen? Und wieso eigentlich heißt es ihr kleines Häuschen, sein kleines Häuschen und nicht ihr kleines Häuschen? Außerdem ist es eigentlich Omas Haus, nicht Opas? Opa hat das doch gebaut, oder? Und was ist, haben die gespart eigentlich? Haben die gespart oder ausgegeben? Was ist denn, wenn wir jetzt sparen? Haben wir dann mehr oder durchs Ausgeben haben wir dann mehr Kapital? Ist mehr oder weniger immer weniger? Oder wo liegt eigentlich dieses Haus? Liegt das am Meer oder weniger am Meer? Und wer ist eigentlich die Oma? Und wer gibt denn der Oma die Hypotheken? Was ist denn eigentlich eine Hypothek? Was ist eine Hypothek? Ist das griechisch oder altgriechisch oder neugriechisch oder philologisch? Was ist denn, wenn er gar keine Oma hat und die Oma auch kein Haus hat? Darf ich dann nicht mitsaufen oder muss ich dann noch mehr saufen? Oder darf ich dann mitessen? Bin ich ein Mitesser vielleicht? Haben sie es geschmeckt? Waren sie das Essen? Waren sie am Stand? Haben sie schon gewechselt? Kennt denn Angela Merkel, Kurt Tucholsky oder Peter Panther oder Theobald Tiger, ob meine Kinder, werden die mein Haus verkaufen, wenn ich das jetzt haben sollte? Und müssen die dann Steuern dafür bezahlen, wenn ich das Haus schenke? Ich weiß es nicht. Soll ich lieber schenken? Will ich denn überhaupt, dass meine Kinder so viel saufen? Ist das denn mein Häuschen? Bin ich dann die Oma? Oder habe ich dann kein Haus mehr? Muss ich dann nicht heim? Oder wer zahlt denn das alles? Hat da nicht jemand die Rechnung ohne den Wirt gemacht? Wird augenblicklich der nichts wird, wird der augenblicklich Wirt oder Betriebswirt? Oder kann ich mir wie anschreiben lassen? Auf welches Haus geht das denn? Kann ich hier umsonst saufen? Geht es aufs Vorderhaus oder? Und was? Welche Rolle spielen eigentlich die Banken in der Euro-Krise? Was wir als Ursache für die Euro-Krise sehen, das sind die großen Leistungsbilanzdefizite in den Südstaaten. Vor allem Griechenland, Portugal natürlich, Frankreich ist für uns auch ein Wackelkandidat und dann natürlich Irland und Spanien. Und wir erklären uns diese Leistungsbilanzdefizite folgendermaßen. Ich spreche jetzt mal von Nord- und Südeuropa. Ich weiß, dass es nicht beliebt ist oder nicht so populär ist, aber das macht es viel einfacher. In Nordeuropa hatten wir eine relativ starke Exportwirtschaft, Deutschland natürlich auch. Wir haben hier sehr viel Geld verdient. Also wir heißt Unternehmen, aber natürlich auch Privatleute, Arbeitnehmer, haben das Geld zur Bank gebracht, zu unserer Sparkasse etc., die ja vorher hier waren. Und die müssen mit dem Geld irgendwas machen. Ne? Die haben dieses viele Geld, das wir Deutsche traditionell sparen, vornehmlich in solchen Projekten gesteckt, die Sie gerade erwähnt haben, aber haben das eben auch an Länder verliehen, wie Griechenland, Portugal etc. Die haben diesen Ländern zu viel Geld gegeben. Ja? Hätten wir das wissen sollen? Im Nachhinein ist es natürlich immer einfach. Im Nachhinein muss man sagen, ja, man hätte es wissen sollen. Die Daten, die ökonomischen Daten dazu sind ja öffentlich. Wir hätten es alle wissen sollen. Alle Ökonomen müssen sich da im Kopf fassen und sagen, wir haben das so lange nicht sehen können. Aber Tatsache ist, dass sie über sehr lange Zeit diesen Ländern sehr viel Geld gegeben haben. Und dass wir heute sozusagen mit dem Salat sitzen und sagen müssen, okay, die sind einfach nicht in der Lage, diese Länder diese Gelder zurückzubezahlen. Sie wären dazu in der Lage, wenn sie eine Volkswirtschaft hätten, die
die ja, solche Überschüsse produzieren könnte, wie wir in Nordeuropa es machen. Ja. Das ist aus unserer Sicht das eigentliche Problem. Wir haben es mit unserem Geld den Griechen, das plakativ gesagt, erlaubt, 10 Jahre lang massiv über ihre Verhältnisse zu leben. Ja, haben eine Überschuldung dieser Länder mitfinanziert. Da sind Sie die Verhältnisse, oder, Harald? Also an der Tatsache, dass, um bei dem Bild zu bleiben, Griechenland über seine Verhältnisse gelebt hat, haben aber ganz viele deutsche Unternehmen ganz hervorragend mit verdient. Ja? Also die ganzen Olympiabauten wurden von deutschen Bauunternehmen gebaut, da wurde dann auch sehr viel Schmiergeld bezahlt. Im Übrigen hat das kleine Griechenland sich ein gigantisches Rüstungsprogramm geleistet, pro Kopf der Bevölkerung gemessen, das teuerste in der gesamten NATO. Das wurde überwiegend von französischen und deutschen Rüstungsfirmen bedient. Insofern ist die Frage mit der nationalen Schuldzuweisung in dieser Eurozone wirtschaftlich einfach Unfug. Also wenn man so will, wir haben das alle gemeinsam verbrochen. Klingt es überraschend, aber ich fand einen Vorschlag, der ausgerechnet vom Sachverständigenrat der Bundesregierung für Wirtschaftsfragen, den sogenannten 5 Wirtschaftsweisen, vorgeschlagen worden ist, den fand ich im Prinzip nicht schlecht. Man müsste ihn nur ein bisschen ergänzen. Der Vorschlag lautete, alle aufgelaufenen Staatsschulden aus den Euro-Staaten, die über die 60%-Grenze als Anteil am BIP hinausgehen, werden gemeinsam in einen gemeinsamen Eurozonenfonds übertragen. Die einzelnen Länder haben nach wie vor die Verantwortung dafür, für die Tilgung zu sorgen mit höheren Steuereinnahmen und auch müssen auch Sicherheiten hinterlegen. Aber die Refinanzierung und Umschuldung für diesen riesigen Schuldenberg erfolgt auf gemeinschaftlichen, wenn man so will, auf Eurobond-Bedingungen, sodass die Zinslasten für alle beteiligten Länder sinken. Der Knackpunkt bei diesem Vorschlag war, die Sachverständigen haben nichts dazu gesagt, wie denn die einzelnen Länder die Steuereinnahmen aufbringen sollen, mit denen sie dann diese Tilgungsleistungen für diesen gemeinsamen Schuldentilgungsfonds bringen sollen. Da gibt es einen sehr guten Vorschlag von einer Unternehmensberatung namens Boston Consulting, die gemeinhin dafür bekannt sind, hart zu rechnen. Und die sind zu dem Schluss gekommen, es gibt ungeheure Mengen von Geldvermögen in Europa, die eigentlich nichts anderes sind als der direkte Spiegel der aufgelaufenen Schulden, sowohl privat als auch öffentlich, ne, weil des einen Schulden sind immer des anderen Vermögen, das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Und weil aber diese Schulden inzwischen nicht mehr durch reale Werte und durch Wirtschaftskraft gedeckt sind, sind im Grunde die aufgelaufenen Vermögen diese nominalen Werte gar nicht mehr wert. Also lass uns doch sowas wie eine gemeinschaftliche Vermögensabgabe für Geldvermögen oberhalb von einer gewissen Grenze, 1 Million oder 500.000 einführen
und mit dieser Vermögensabgabe einen solchen Schuldentilgungsfonds füttern, der dann dazu führt, dass es zum Abbau solcher Schulden kommt. Dann würde man nämlich endlich die implizite Verteilungsfrage, die in diesem ganzen Schuldenkonflikt ist, adressieren und nicht immer so tun, als ob das alles einfach nur eine Frage von fehlgeleiteter Politik wäre. Es geht bei der Frage, wie die Schuldenberge abgetragen werden sollen, auch um einen zentralen Verteilungskonflikt zwischen, wenn man so will, den Geldvermögenden auf der einen Seite und den normalen Steuerzahlern auf der anderen Seite. Das müsste man mit so einem Fonds adressieren. Mitbewohner schlägt vor, eine Privatbank zu gründen, um in den Genuss des staatlichen Rettungspakets zu kommen. Wieso bekommt Geld, wenn es öffentlich wird, eigentlich diesen unsinnigen Plural? So wenig wie es Geld gibt, gibt es Gelder. Ein Geld gibt's nicht und viele Gelder auch nicht. Aber man spricht von Fördergeldern, Geldern, die beantragt, bewilligt, veruntreut, Gelder, Gelder. Wiglaf Droste hat in einer großartigen Glosse darauf hingewiesen. Man hört diese Sätze nicht. Schade um die schönen Gelder. Hände hoch, Gelder her oder ich schieße. In der Kneipe, kannst du mir Gelder leihen? Ich habe meinen Gelderbeutel vergessen. Öffentliche Gelder sind was anderes als privates Geld. Und auch darauf hat Wiglaf Droste hingewiesen, man wird den Verdacht nicht los, dass es Absicht ist. Es gibt welche, die Gelder einsammeln, diese zu Geld machen, das wegparken und weiter Gelder wollen und weiter und weiter und weiter. Märklin und Schießer sind pleite. Märklin und Schießer. Das trifft meinen Vater doppelt hart. Trotzdem wird er weiter basteln im Unterhemd der geliebten Eisenbahn. Demnächst wolle er Stuttgart 21 nachbauen. Frag mich, wie das gehen soll. Unter der Pressspanplatte? Das ist schön. Jetzt sollte man nur noch schöne Sätze lesen. Früher begann der Tag mit einer Schusswunde. Am Bahnhof treffe ich einen Freund, der mir schon länger Geld schuldet. Er sagt, er habe meine Bankverbindung nicht mehr. Ich gebe ihm die Kontonummer der Badenova. Soll doch die das Geld nicht kriegen. Mehr Schönes in der Welt, mehr Schönes. Wie das Ehepaar an der Autobahnraststätte, das seinem Hund das Stöckchen immer voll auf die Fahrbahn warf. Der Hund hat das jedes Mal zurückgebracht. Das ist doch schön. Krisenprojekte. Mit 1000 Euro nach Basel fahren. An den Schalter einer Bank gehen und das Geld in Schweizer Franken wechseln. Die Bank verlassen, die Bank sofort erneut betreten, das Geld wieder in Euro wechseln. Rausgehen, wieder reingehen, das Geld in Schweizer Franken wechseln. Und das so lang weitermachen, bis alles weg ist. Es ist erstaunlich, wie schnell das geht. Bleibt abschließend dieser Traum und dann soll die Diskussion weitergehen. Einmal in die Sparkasse gehen, in Littenweiler. Und wenn dann der Einzelmann sagt, sie kriegen kein Geld, dann einfach diesen Filmsatz sagen. Können Sie auf 9mm rausgehen? Begonnen bei einem kleinen Beispiel, dass am Weltspartag, ich habe mein erstes Sparbuch bei einer öffentlichen Sparkasse gehabt und dort wurde mir immer erzählt, wie viel Zinsen ich bekomme. Aber mir wurde nie erzählt, wie viel Zinsen ich zahle.
dass nämlich die Kreditzinsen ich selbst finanzieren muss über meinen täglichen Einkauf. Weil die Kreditzinsen werden zu 100% in die Produkte und Dienstleistungen hereinverrechnet, die ich bezahle. Und so werden sämtliche Sparzinsen, die ich bekomme, von mir selbst bezahlt. Und nein, so ist es nicht. So wäre es, wenn die Finanzguthaben gleich verteilt werden in der Bevölkerung. Dadurch, dass die Finanzguthaben aber eben nicht gleich verteilt, sondern sehr extrem ungleich, so ungefähr wie in Brasilien, auch in Deutschland und in Österreich, bezahlen 85% der Bevölkerung in Deutschland mehr Kreditzinsen, als sie an Sparzinsen bekommen. Und nur 15%, bei denen ist es umgekehrt, die kassieren mehr Sparzinsen, als sie dann über den täglichen Einkauf und Konsum an Kreditzinsen bezahlen. Darüber klärt uns heute keine einzige Bank auf. Und das wäre sozusagen dann eine Funktion der Volkshochschule für Geld, dass sie uns über diese grundlegenden volkswirtschaftlichen Zusammenhänge unabhängig vom Eigeninteresse der Bank aufklärt. Also bei eurer Lieblingsbank gibt es keine Zinsen für mein Sparbuch, aber auch keine Zinsen, wenn ich einen Kredit brauche? Zunächst die Sparzinsen aufs Sparbuch. Bei meiner Lieblingsbank gäbe es die nicht. Das ist aber sozusagen meine persönliche Idealvorstellung, die sich derzeit noch nicht durchgesetzt hat. Deshalb haben wir hier einen Kompromiss gefunden innerhalb der 85 Menschen, die die Demokratische Bank jetzt in Österreich aufbauen. Und der Kompromiss besteht sehr ähnlich wie bei der GLS-Bank darin, dass man freiwillig auf die Sparzinsen verzichten kann, dass man dazu aber auch offensiv eingeladen wird, zugunsten einer Verringerung der Kreditzinsen für die Unternehmen, die dann mit besonders hohem ökologischen und sozialen Wert Mehrwert die Kredite aufnehmen. Die Kreditnehmenden müssen zumindest die Kosten für den Bankbetrieb leisten. Also das muss in Zukunft dann nicht mehr Kreditzins heißen, das kann man auch Kreditgebühren nennen oder man kann es auch Kostendeckungsbeitrag für den Bankbetrieb nennen. Und ganz langfristig ist theoretisch auch möglich, dass sich das beide Seiten des Bankbetriebs teilen, nämlich sowohl die, die Geld hineinlegen, als auch die, die Geld herausnehmen. Aber das ist derzeit nicht das Modell der Demokratischen Bank in Österreich. Aber das Modell der Demokratischen Bank in Österreich ist ganz unvoreingenommen, ganz frisch und jungfräulich über Geld und die herrschende Geldordnung nachzudenken, damit wir dann peu à peu, beginnend mit kleinen Schritten, immer mehr verstehen, wie unser derzeitiges Geldsystem tatsächlich beschaffen ist. Und vielleicht schaffen wir es dann eines Tages, uns eine demokratische Geldordnung mit noch ganz vielen anderen Alternativen, als die jetzt auch nur kurz angesprochen wurden, selbst zu erschaffen in einem demokratischen Prozess. Bye.